Es herrscht Ausnahmezustand und ich finde es so heftig. Ich finde es so heftig und ich hoffe, dass es jetzt nicht noch schlimmer wird. Allerdings habe ich sehr, sehr hohe Entzündungswerte, sodass sie mir ein Antibiotikum verschrieben hat. I would say we were good together. Trails will never run forever. Hallo, hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir chillen gerade eine Runde hier unten am Main. Es ist schon 8 Uhr, also voll spät abends. Aber der Alessandro wollte unbedingt heute mal in die Goethestraße und richtig coole Autos fotografieren. Das hat er tatsächlich geschafft. Es war total schön mit anzusehen. Ich selbst habe da ja nicht so viel Ahnung von. Aber es ist halt total schön, dass meine Jungs da so begeistert sind, wenn sie eben so richtig coole Autos sehen. Ein Ferrari war dabei, glaube ich. Alessandro. Ein Lamborghini war noch dabei. Alessandro ist gerade hier drüben und isst gerade. Mein Mann, der war noch kurz bei Teegut und hat mir hier ganz viel frisches Obst noch gekauft. Das lassen wir uns jetzt gleich noch schmecken. Allerdings sind meine zwei Männer, also der Gianluca und mein Mann, noch mal ganz kurz in einen Laden, weil der Luki da noch irgendwie was gesehen hat. Und wir warten jetzt noch kurz hier unten. Da kommt gerade ein Boot mit lauter Musik. Das ist so schön hier unten. Ich zeig's euch mal. Ich glaube, die feiern Junggesellinnenabschied. Ja, so sieht es, glaube ich, aus. Ich wink mal. Und da sind sie, meine Männer. Luki hat sich was gekauft. Was ist es? Ein T-Shirt. T-Shirt? Jetzt zeig es halt mal der Mama. Also zeig mal her, was du gekauft hast ohne die Mama. Bisschen groß, hä? Was hast du nur für eine Größe genommen? S. Hey, das sieht voll groß aus. Okay, müssen wir daheim dann mal schauen. Sieht schön aus. Hast du gut gemacht, Luki. Und da ist der Römer. Kennt ihr bestimmt. Oh Gott, wir haben es schon 20 vor 9. Wir müssen heim. So sieht es hier aus. Ziemlich leer gefegt jetzt. Vorhin war richtig viel los. Und auf der Zeil war auch richtig viel los heute, obwohl es so warm ist. Habe ich mich ein bisschen gewundert. Aber ja, für uns geht es jetzt nach Hause. Glück. Ich hatte euch gestern am Main eigentlich noch einiges erzählt, aber es war so windig. Ich habe die Sequenzen jetzt wieder gelöscht und erzähle euch einfach nochmal davon. Nicht wundern, ich sitze hier, weil ich mich jetzt noch so ein bisschen fertig mache. Wir gehen nämlich jetzt gleich zu einem Fest hier bei uns im Ort. Es herrscht Ausnahmezustand, habe ich euch auch auf Instagram erzählt. Und ja, wie gesagt, da gehen wir jetzt hin. Haushalt ist soweit gemacht. Die Küche ist auch wieder aufgeräumt, denn ich hatte heute wieder was Leckeres gekocht, das Leibgericht meiner Jungs. Und zwar gab es mal wieder, wie so oft an einem Sonntag, meine Lentchen im Speckmantel. Und für meinen Mann und mich gab es total unspektakulär Pasta mit Pesto. Aber ich hatte einen großen Salat noch gemacht. Dann gab es noch Kartoffeln und Erbsen, gelbe Rübegemüse. Also wir sind alle satt geworden. Ich hatte auch meine Schwester eingeladen zum Essen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie das heute Mittag ausgesehen hat bei uns. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem, was mir große Sorgen bereitet, von dem ich euch auch gestern eben, wie gesagt, unten am Main erzählt hatte. Und zwar hatte ich ja am Freitag wieder einen Frauenarzttermin. Es war total schön, wir haben das Baby wieder gesehen, mein Mann war mit dabei. Die Frauenärztin hat alles ausgemessen, das Köpfchen, das Herz, die Nieren, den Magen, es passt alles super. Da haben wir uns natürlich wahnsinnig gefreut. Allerdings habe ich sehr, sehr hohe Entzündungswerte, sodass sie mir ein Antibiotikum verschrieben hat.
und ich jetzt total überfordert bin, weil ich nicht weiß, ob ich es nehmen soll. Ich habe eigentlich für mich entschieden, dass ich es nicht nehme, aber mein Mann, der meinte, es wäre doch wohl besser, nicht, dass ich noch eine Nierenbeckenentzündung bekomme und das natürlich dann viel, viel schlimmer wäre. Aber ich bin so hin und her gerissen, weil ich ja weiß, dass Medikamente in der Schwangerschaft nicht gut sind, logischerweise. Und dann auch noch ein Antibiotikum. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Antibiotikum genommen habe. Ich glaube vor, keine Ahnung, schlag mich tot, 15 Jahren oder so. Ich habe ja nicht mal einen Hausarzt, hatte ich euch auch erzählt. Weil ich toi 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 ganz selten krank werde. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Die Mayra hat mir vorhin auch einen Link geschickt. Und das war richtig heftig. Nachdem ich das gelesen habe, habe ich gesagt, okay, gute Entscheidung, dass ich es nicht genommen habe. Wobei ich dazu sagen muss, dass meine Frauenärztin mir ja nicht irgendwas verschreibt. Also sie wird schon auch wissen, was sie tut. Sie meinte auch, das wäre das, was man immer in einer Schwangerschaft verschreibt. Aber die Mayra hat mir, wie gesagt, hier was geschickt und hier steht halt, dass Antibiotika in der Schwangerschaft einen kranken Darm bei Kindern hervorrufen kann. Also das sind richtig heftige Nebenwirkungen. Auch auf Dauer gesehen, wenn das Kind dann schon größer ist. Und ich finde das so heftig. Ich finde das so heftig und ich hoffe, dass es jetzt nicht noch schlimmer wird in meinem Körper, sodass ich es doch nicht brauche. Ich warte jetzt mal bis morgen ab. Ich werde morgen nochmal anrufen in der Praxis. Allerdings kommen meine Werte erst am Dienstag. Und da sehe ich dann, wie hoch der Wert eben ist. Und oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also es ist richtig heftig, was hier steht. Aber hier steht schon auch, dass es natürlich auch zum Wohl des Kindes genommen werden muss, wenn es der Mutter wirklich richtig schlecht geht. Also auch keine Frage, ne? Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll, ey. Oh, das ist so schlimm. Ach, Mann. Ich weiß nicht, habt ihr mal Antibiotikum genommen, als ihr schwanger wart? Also ich weiß echt nicht, was ich machen soll, ne? Also Kindermedikamente und so, da kenne ich mich natürlich aus. Aber so für mich jetzt, das ist echt schwer. Also ich denke, ich werde es jetzt erstmal nicht einnehmen. Bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher, dass ich es nicht nehmen werde. Und ich hoffe, dass es eben nicht noch schlimmer wird. Ja, so machen wir es einfach. Genau. Und dann halte ich euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden, was die Ärztin wegen der Werte gesagt hat. So, und dann würde ich sagen, bin ich auch soweit ready. Jetzt mache ich mir noch ein bisschen die Haare zurecht. Ich bin so froh, dass ich am Donnerstag einen Friseurtermin habe. Boah, ich halte es nicht mehr aus mit diesen Haaren. Ich möchte die auf jeden Fall kürzer haben. Also ein ganzes Stück, wenn es geht. Am liebsten hätte ich sie ja so. Aber das traue ich mich auch wieder nicht, ne? Aber es muss auf jeden Fall was passieren. Jetzt gerade bei diesen Temperaturen ist es echt heftig. Und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt nochmal mit vor. Zeige euch kurz mein Outfit. Und dann geht's zum besagten Fest. Und da ist es, mein Outfit of the day. So sieht das Ganze aus. Ich finde das voll süß, das Kleidchen. Sorry, aber die Jalousien sind halb unten und deshalb, ja, blendet das jetzt gerade so komisch. Schuhe fehlen mir natürlich noch und meine Tasche kann ich euch auch noch zeigen. Und zwar werde ich diese hier nehmen, glaube ich. Passt das? Ja, passt eigentlich. Doch, oder? Jo, passt ganz gut. Doch, so gehe ich gleich raus. Ich mache jetzt allerdings noch kurz die Pakete von der Verlosung fertig. Meine Männer sind nämlich noch nicht fertig. Und deshalb habe ich noch kurz Zeit, damit ich das dann morgen noch zur Post bringen kann. Ja, genau, das mache ich jetzt. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, was ich dazu vorbereitet habe. Und zwar ist es hier das Paketchen und da gibt es ja mehrere Gewinnerinnen und das mache ich jetzt noch schnell zurecht. Ach und übrigens, das Kleidchen ist von Naked, wollte ich euch noch ganz kurz dazu sagen, kann ich euch mal unten in die Infobox verlinken. Ich glaube, ich habe dazu noch einen Rabattcode, ich bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher. Ich schreibe es euch einfach mal unten rein, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich habe das auch noch in Blau, genau, dunkelblau. Gefällt mir jetzt eben passend zu diesem Wetter super gut, weil es vom Stoff her sehr, sehr leicht ist und für abends auch eben angenehm, falls es dann wieder ein bisschen kühler wird. Ich habe mir meine Haare schnell wieder hochgemacht. Oh Gott. Also ich habe mir übrigens noch einiges bei ASOS bestellt. Unter anderem dieses schöne Pünktchenkleid. Oh, ich freue mich schon voll. Das passt auch tatsächlich. Und zwei
mal diesen Badeanzug hier für den Urlaub. Und ein Bikini ist auch dabei. Muss ich alles aber noch anprobieren. Und ich warte, wie gesagt, auf meine Männer. Die sind noch nicht fertig. Ja. Also gut, dann warte ich halt mal. Wie ist es bei euch? Wartet ihr auf eure Männer oder müssen die auf euch warten? Das heißt ja immer, die Frauen brauchen länger, ne? Aber bei uns nicht. Dann gehe ich halt schon mal ins Auto. Handy am Start und los geht's. So, seid ihr jetzt alle fertig? Sieht nicht so aus. Ich warte im Auto. Das sind übrigens die Schuhe, für die ich mich entschieden habe. So sehen die aus. Da sind wir wieder, meine Lieben. Wir kommen gerade vom Kieferorthopäden. Der Alessandro hat einiges gemacht bekommen und es geht voran. Sieht richtig gut aus. Und der Max, der fährt, der war auch beim Kieferorthopäden. Und ich wollte mich jetzt nochmal ganz kurz bei euch melden bezüglich der Antibiotika-Geschichte und so weiter. Also ich habe es immer noch nicht genommen. Morgen bekomme ich meine Ergebnisse. Und ja, mein Bauchgefühl sagt mir einfach, dass ich es halt nicht nehmen soll oder noch nicht nehmen brauche, hoffentlich. Und ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ansonsten sind wir jetzt gerade auf dem Weg ins Autohaus. Wir müssen nämlich diese Ablage da hinten abgeben vor meinem kleinen Auto. Das ging ja zurück. Und jetzt schauen wir mal, was in nächster Zeit so einziehen darf bei uns. Denn ja, wir schauen nach einem anderen Auto. Ne, Max? Ja. Der Max freut sich, dass er im Moment dieses Auto hier fahren darf. Jedenfalls, apropos Autos, wo wir schon wieder beim Thema wären. Ich habe euch ja erzählt, beziehungsweise ihr habt ja gesehen, jeder, der mir auch schon länger folgt, weiß auch, dass ja, der Alessandro und der Gianluca total auf Autos stehen, so wie der Max. Und das habt ihr ja, wie gesagt, heute im Video auch schon gesehen, was in Frankfurt so gefilmt wurde. Und am Wochenende sind wir wieder in der Autostadt. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Bin mal gespannt. Wenn ihr wollt, nehme ich euch wieder eine Runde mit. Das wird sicher total interessant. Diesmal sind sogar 2 Nächte. Da ist einiges geboten in der Autostadt. Und das Wetter soll ja auch so schön werden. Und deshalb bin ich schon total gespannt. Und jetzt sind wir schon angekommen im Autohaus. Und ich würde sagen, ich beende mal an dieser Stelle dieses Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dass ihr mir weiterhin feste die Daumen drückt. Und ja, abonnieren ist kostenlos. Das wisst ihr, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von uns. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und der Max parkt jetzt hoffentlich dieses Auto ordentlich hier irgendwo. Genau, neben dem Audi da. Genau, Max sein Traumauto. Er musste aber noch ein bisschen sparen, Max. Also macht's gut. Ciao.